klagen, die Menschenrechte einzuhalten, wie zum Beispiel gegenüber China. Es ist auch nicht in Ordnung, dass man mit zweierlei Maß misst. Es muss auch zu Verurteilungen von menschenrechtswidrigen Aggressionskriegen kommen, wie sie auch Israel gegen Palästina durchführt. Und es ist auch nicht richtig von Seiten der Muslime, diejenigen zu verteufeln, die das Recht ganz eindeutig predigen, beziehungsweise die Verpflichtung, dass ein jeder Muslim dazu verpflichtet ist, religiös betrachtet, Afghanistan auf afghanischem Boden, den Islam dort zu verteidigen. Es hat sich nunmehr eine klare Struktur herausgebildet. Es sind keine Partisanenkämpfer mehr, sondern es ist zentralisiert. Sie wollen einen islamischen Staat. Dies muss im Interesse eines jeden Muslims sein. Und somit führen die Invasoren derzeit nicht einen Krieg gegen irgendwelche Freischärler, sondern ganz klar in Afghanistan gegen den Islam. Und wenn unsere islamischen Führungen nicht in der Lage sind, die entsprechenden diplomatischen, politischen Schritte zumindest einzuleiten, um diese Dinge zu verändern und diese Dinge für den Islam besser zu gestalten, dann muss man ganz klar sagen, dass man auf jeden Fall diesen Predigern zuhören muss, die sagen, das ist nicht in Ordnung, ein Muslim kann sich nicht dahinstellen und sagen, das geht mich nichts an, sondern das ist eine Sache, die jeden Muslim etwas angeht. Und wir, wenn wir schon nicht in Afghanistan sind, um die entsprechenden muslimischen Brüder und Schwestern dort zu verteidigen, im Hinblick auf die Praktizierung, die freien Praktizierung ihrer Religion, so sollte man hier in Deutschland Demonstrationen friedlicher Art organisieren, aber in einem größeren Stil und in einem größeren Rahmen, wo es eben nicht nur 200 oder 300 Manneken sind, sondern wo wirklich gezielt entsprechend der Protest kundgetan wird, indem die Regierung aufgefordert wird, die Soldaten aus Deutschland abzuziehen, schon alleine, um ein Zeichen zu setzen, wenn tatsächlich imminente Terrorgefahr besteht, ein Zeichen zu setzen, damit diese Kräfte eben nicht weiter provoziert werden. Und das Argument schlägt nicht, wenn man sagt, wir lassen uns nicht erpressen. Die Bundesregierung kann mit diesem Argument nicht kommen, weil sie leider, so wie die Dinge geartet sind, eben nicht als Verteidiger, sondern als Aggressoren dastehen. Und die Bundesregierung ist auch anzuraten, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Verantwortlichen, endlich dazu aufzufordern, die Fragen hinsichtlich 9/11 zu beantworten, die nichtmuslimische Wissenschaftler und Experten aus allen Bereichen stellen, die Fragen endlich zu beantworten, um herauszubekommen, was nun wirklich am 11. September geschehen ist, und nicht indem man die kompetenten Fragen und Analysen einfach nur als Verschwörungstheorien abtut und uns als Realität vorhält, einen Präsidenten George W. Bush konkret danach befragt, wie ein Schulkind, der nicht mehr weiter weiß, beim Aufsagen eines Gedichtes, und dies der Menschheit als souveräne Wahrheit verkaufen möchte. Ich hoffe, dass ich mit diesem Vortrag vor allen Dingen auch meine vorhergehenden Videos in den letzten Monaten entkräften kann, indem ich deutlich gesagt hatte, jeder ist für seine eigene Herde verantwortlich und wir müssen auf unsere eigene politische Führung hören, die eigene islamische Führung, weil im Koran ja auch steht, dass wir den Befehlshabern unter uns eben auch Folge zu leisten haben. Aber, und das ist der springende Punkt, wenn sie eben islamisch handeln und auch islamische Führer sind, das heißt, wenn sie auch nach Koran und Sunna regieren, aber nicht, wenn es sich um Führungen handelt, die den Schirk praktizieren und so gesehen auch gebieten, dann kann man nicht mehr von einer legitimen Führung sprechen, und dann sind selbstverständlich auch deren Bündnisse oder sonstig irgendwo geartete Vorhaben in der Außenpolitik zu vernachlässigen, weil sie nicht den islamischen Interessen dient. Dementsprechend müssen wir ganz einfach und deutlich, aber friedlich, wenn wir schon nicht vor Ort in Afghanistan unseren Brüdern im Islam helfen, dann hier protestieren und demonstrieren gegen das Unrecht, das gegen den Islam in der Welt geschieht. Und da die Bundeswehr in Afghanistan involviert ist, sollte man auch hier protestieren, dass die Soldaten dort abgezogen werden, damit auch insgesamt ein friedliches Miteinander zwischen den Kulturen und Religionen immer möglich bleibt und kein Provokationsherd geschürt wird, der eben Kräfte auf den Plan ruft, die wir alle, aber auch wirklich alle nicht wollen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen, ein Aufwachen gegen die Ungerechtigkeit, wie sie in der Welt geschieht, und vor allen Dingen, dass man die Dinge nicht nur einmal, zweimal, sondern mehrfach beleuchtet und sich nicht zu schnell verleiten lässt,
durch irgendwelche mediengesteuerten Propagandabilder. Das geschieht natürlich auch mir, dass ich mich davon steuern lasse. Wir sind Menschen von Emotionen und Gefühlen, wir haben ein Verantwortungsbewusstsein, und wenn wir sehen, live und in Farbe, wie jemand gesteinigt wird, da sind wir nicht von frei zu sprechen, da sind unsere Gefühle angegriffen und wir empfinden Hass für diejenigen, die das tun, weil wir in dem Moment das Opfer ganz einfach als wehrlos sehen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Und deswegen muss man immer die komplette Wahrheit versuchen zu ergründen, um gerecht zu bleiben. Denn um gerecht zu agieren, muss man vor allen Dingen sich immer das ganze Bild ansehen. Wenn man sich nur einen Teil des Bildes ansieht, dann wird man immer ungerecht handeln. Man muss immer beide Seiten hören und beide Seiten abwägen. Und dementsprechend war mir das sehr wichtig, auch dieses Video zu posten.